Gründer der Tiefse. Herzlich willkommen zum Webinar. Wie pflege ich meine Tagesrüstung richtig? Zuerst einmal, der Chat wird schon rege genutzt. Das ist ja sehr schön. Meine Frage: Verstehe ich Berndeutsch oder soll ich jetzt auf Hochdeutsch wechseln? Könnt ihr euch in den Chat schreiben? Ihr hockt alle jetzt daheim wahrscheinlich vor dem Nachtessen oder ein Bier in der Hand, ihr dürft es auch weitermachen. Ich lasse mich da nicht stören, ihr dürft mich etwas zulassen, was ich euch da erzähle. Und ich stelle jetzt noch schnell den Chat ein bisschen über. So, also. Zuerst mal, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die da unten dran schreiben, bei Questions. Der Daniel, der wird mich unterstützen und euch die Fragen so gut wie möglich beantworten. Ich schaue immer wieder mal drauf ab. Vielleicht sehe ich etwas, was ich während dem beantworten kann. Sonst springt der Daniel für mich ein. Da hier, da nebenan, haben wir die Chatfunktion. Da dürft ihr einfach schreiben und machen und tun, wie ihr wollt. Und dann funktioniert das einwandfrei. Ja, ich bin gefreut mit euch, das hier dürfen zu machen. Es ist mein erstes Webinar und das zweite im TSK. Darum ist es außerordentlich spannend für mich, auch das hier dürfen zu moderieren für euch. Kurz, wer bin ich? Ich bin Michael Wiseli. Ich tauche seit 10 Jahren leidenschaftlich. Ich werde nichts mehr anders machen. Das wissen die meisten wahrscheinlich auch, die mich ein bisschen kennen. Ich arbeite im Laden. 100% bin verantwortlich für den Laden und das Team, das auf der Fläche steht. Und ich gehe viel im Ausland tauchen, aber hauptsächlich bin ich ein Kaltwasserliebhaber. Gut. Was geht es heute? Ich tue euch etwas über Pflegetipps und Tricks, etwas über die Lagerung. Für Leute, die vielleicht mal ein Zeitchen aussetzen oder für Leute, die nicht so oft tauchen, dass sie das eben korrekt lagern, dass das gut gelagert ist. Und ich erzähle euch etwas über die Reinigung. Ja, hier rund um mich, das seht ihr alles nicht, relativ viel Material aufgestellt. Also ich werde mich auch ein bisschen bewegen, vielleicht seht ihr mich nicht immer ganz. Ich probiere dann auch ein bisschen Leute zu reden. Falls ihr mich nicht gehört, würde ich irgendwie bemerkbar machen. So. Und dann probiere ich mich ein bisschen Leute zu reden. Vielleicht tue ich manchmal ein bisschen den Bildschirm neigen, dass ihr ein bisschen besser gehört, was ich erzähle. Gut, dann würden wir starten. Und zwar starte ich eigentlich gleich dahinter. Und dann steige ich das erste Mal auf. Das hier ist ein Trockenanzug. Trockenanzüge sind nicht heikel, aber wichtig zum Pflegen. Aus folgenden Gründen. Wenn ihr nämlich ein Loch drin hat, dann werdet ihr nass. Das ist nicht so angenehm. Darum schaut da gut dazu. Es gibt nicht viel, was ihr machen müsst, aber es gibt das eine und das andere, was wichtig ist. Zuerst einmal fange ich eigentlich da beim Reissverschluss. Das ist der, der hier quer über die ganze Bauchfront geht. Oder es gibt auch solche, hauptsächlich Neopren, die Reissverschluss hinten nachher haben. Es gibt zwei Arten Reissverschluss. Der eine Reissverschluss, der ist metallig und der andere Reissverschluss, der ist aus Plastik. Und da hier habe ich jetzt so eine Plastik, das sind die JOK, heissen die JKK Reissverschluss. Sehr, sehr robuste Reissverschluss, also müsst ihr nicht in die Angst haben, dass die kaputt gehen. Klar, wenn man sie falsch zutut, dann können sie kaputt gehen, aber grundsätzlich, wenn ihr da ein bisschen Sorge habt, haben die genauso lang. Wichtig beim Plastikreissverschluss ist hier unten eigentlich der HVJ-Gesetz, das Gleichverhältnis. Das hier ist der wichtigste Punkt im Trockentauchanzug. Wenn das nicht zu ist, dann wird er automatisch nass. Was mache ich da? Ganz einfach, ihr nehmt ein bisschen Silikon. Das habe ich hier. Das wäre der Silikonstift, sieht aus wie ein Labello, aber ist kein Labello, nicht verwechseln. Oder so also Silikonfett, sieht so aus. Da könnt ihr ein bisschen auf den Finger nehmen
etwa so viel, das längt. Und dann tut ihr den hier unten im Hafen wirklich schön verreiben. So, ihr dürft es ganz wenig aufziehen noch. Und dann innen nachher genau gleich. Voilà. Das wäre es eigentlich schon. Und dann könnt ihr den Anzug so schnell zwei, drei Mal auftun und wieder zutun. Und dann ist das schon gut. Der innere Reissverschluss, den probiere ich so, wenn ich irgendwie nur möglich zuzutun. Also wenn ich ins Wasser reingehe, tue ich zu, wenn ich rauskomme, tue ich wieder auf und dann tue ich ihn aber nicht wieder zu für den Transport. Für den Transport tue ich den äußeren zu, wenn ich natürlich einen habe. Aber die heutigen Anzüge haben eigentlich alle so einen Reissverschluss drauf. Bei den Metalligen sieht es ein bisschen anders aus. Dort dürft ihr kein Silikonfett brauchen. Dort nehmt ihr eigentlich den Stift hier, also den Lavello. Und dann tut ihr schön auf dem Reissverschluss drauf, so drüber ziehen. Und ich mache auch immer so ein bisschen Kanten. Dann kann das dann wirklich ganz schön in die Glieder rein. Und dann auch wieder auf und zu. Und dann ist das gut. Etwas anderes, was wichtig ist, das ist die Manschette, die wir haben. Also das ist hier haben wir jetzt eine Silikon-Manschette drauf, die kann man ganz einfach wechseln. Das sieht bei den neuen Systemen, kann man da echt den Teil da hier kann man einfach rausnehmen, neue Silikon-Manschette drin und gut ist. Bei den Latex-Manschetten sieht es etwas anders aus, die dürft ihr uns jederzeit bringen, da tun wir sehr gerne einen Wechsel machen. Das machen wir bei uns im Atelier. Und dort müsst ihr echt darauf schauen, dass sie nicht spröd sind. Also gut, wenn ihr so ein bisschen so macht beim Anzug, rundum, dann seht ihr, ob es spröd ist, aber ganz, ganz feine Risse drin hat. Und das wäre der Zeitpunkt, wo ihr eigentlich müsst den Anzug bringen, dass wir dann dort eine neue Manschette drauf tun dürfen. Das ist mal das eine, für die, die nass tauchen. Und das andere ist, für die, die trocken tauchen. Also mit trockenen Händchen natürlich. Das ist der Händchen, wo ihr hier draufklickt. Und der hat hier einen Ohrring drin. Also der ist in den meisten Fällen ist der rot, also orange oder grün. Die Farbe spielt überhaupt keine Rolle, weil ihr macht es genau gleich wie eigentlich auch beim Reissverschluss. Ihr nehmt wieder ein bisschen Silikon auf die Hänge und tut den Ohrring gut fetten. Was ihr auch mal machen könnt, also geht jetzt, wenn ihr nicht so gut tauchen oder daheim bleibt, den Ohrring rausnehmen. Für das gibt es eigentlich so ein Tool hier. Da dürft ihr rein drücken, den Ohrring so rausnehmen. Und dann könnt ihr den mal richtig putzen. Ihr werdet sehen, dass da relativ viel Sand drin ist. Vielleicht ist schon mal ein bisschen Staub drauf. All diese Sachen rausnehmen, weil das kann natürlich sein, dass der Anzug nicht ganz dicht ist. Hier in dieser Kurve kann sich auch Dreck sammeln, also dort schnell mit einem Tüchel einfach kurz durchfahren gut. Dann alles wieder schön fetten, nicht zu viel Fett haben, Fett ist kein Dichtungsmittel, einfach so, dass es ein bisschen glitschig ist. Und dann das Ganze wieder rein und fertig. Dann haben wir hier ein Händchen drauf. Auch hier, der kann auch spröd werden oder der wird spröd mit dem Brauchen natürlich, das ist klar. Da kann man ganz einfach ersetzen, das könnt ihr uns auch jederzeit bringen, das machen wir nicht, das ist kein Problem, wir haben alle Grösse nicht mehr im Lager. Da ganz wichtig, schnell ein bisschen so aufziehen und schauen, ob ihr irgendwo Risse drin, ist es spröd. Wenn ihr euch mal unsicher seid, könnt ihr auch jederzeit mal uns fragen. Dann haben wir hier oben nochmal eine Manschette. Voilà. Die Manschette, der Stil vom Hals, das ist jetzt eine Neopren-Manschette. Dann können wir aber auch noch Latex-Manschetten haben. Latex-Manschetten seht ihr auch wieder, dass es spröd wird, vor allem oben am Hals. Also es ist in der Regel nicht unten nachher, also hier durch, sondern wirklich oben, hier oben durch. Und er spröd wird, so Risse bekommt, das seht ihr relativ schnell, wenn ihr noch wieder so ein bisschen aufzieht. Der Rissli hat, und das wäre auch wieder der Zeitpunkt, den ihr uns bringt.
Neopren sieht etwas anders aus. Neopren reißt nicht einfach so plötzlich wie eine Latex-Manschette. Neopren, das kann so Risse drin haben von unseren Fingernägeln. Da müssen wir nicht wirklich Fingernägel haben. Das ist eigentlich, wenn wir ihn über den Kopf drüber abziehen, kann das sein, dass wir ihn falsch gegriffen haben und dann haben wir so Risse drin. Das ist echt nichts Schlimmes. Das könnt ihr ganz einfach daheim selber flicken. Und für das gibt es das Black Witch. Das Black Witch, das werde ich dann später auch nochmal darauf zurückkommen. Der Unterschied vom Black Witch zum Aqua Schur ist eigentlich, das Black Witch das ist speziell für Neopren gemacht. Und Neopren, das wisst ihr ja, das kann man ziehen. Und da können wir nicht mit einem Kleber drauf, der nicht dehnbar ist. Das heisst, wir müssen darum den hier nehmen, weil der ist dehnbar. Und so können wir das Löchli eigentlich sehr gut flicken. Was ein Trocki auch noch dran hat, ist Ventil. Da haben wir eins am Arm, das wäre so eins. Oder eins hier. Die können wir einfach mal ab und zu nachziehen. Das ist vielleicht noch wichtig, dass ihr dort ab und zu nachzieht. Dann komme ich nochmal zu einem Anzug. Das ist jetzt ein Nasstauchanzug. Nasstauchanzug sind ein bisschen weniger pflegeintensiv wie ein Trocki. Je nachdem, was ihr für einen Nassanzug habt, das ist ein Halbtrocki. Da hier habt ihr jetzt auch so einen Trockentauchreissverschluss drauf. Der einfach genau gleich pflegen wie das. Jetzt beim Trocki hat gezeigt. Also ein bisschen Silikon drauf, da vorne beim Hafen ein bisschen fetten und dann ist das gut. Wichtig hier ist, dass die Manschette beim Trocknen hinten liegt. Also nicht so herhängen, sondern die Manschette, weil ihr einen Nassanzug natürlich Manschette habt, dass sie so hinten liegt. Der Grund ist, wir haben hier zweimal Open Cell Neopren drauf und das klebt hier dran. Und wenn das über eine längere Zeit so hängt und ihr es dann hinterher sitzen wollt, damit ihr es herumsitzen könnt, wenn ihr im Anzug drin seid, also so, dann reisset ihr hier das Neopren auf. Wir haben vorhin gelernt, wir können das flicken mit Black Witch, ist nicht so eine Riesensache, aber es ist natürlich schade, wenn man einfach aufreisst, weil man es mit einem einfachen Trick kann verhindern kann. Wow. Dann auch sonst, so einen Nassanzug anzulegen, das wisst ihr, das ist manchmal so ein bisschen Kampf reinzukommen. Dort gibt es manchmal auch wieder so Risse drin. Die Risse auch wieder ganz einfach mit Black Witch flicken. Dann zur Pflege von so einem Anzug, ganz einfach. Das könnt ihr 30 Grad in der Waschmaschine waschen. Da gibt es verschiedene Waschmittel. Wir haben zum einen mit Mirazin, das können wir in die Waschmaschine reinspritzen, aber nicht zu viel, ein bisschen. Und dann das ganze normales Waschmittel ohne Weichspüler verwenden. Bei 30 Grad Schaumwaschgang, ich sage auch, die meisten Waschmaschinen haben ja heute so die Wollenschonprogramme, und dann könnt ihr die ganz einfach brauchen, die Programme, für das sind sie ja da. Dann immer inside out, also wenn ihr ihn hat angehabt, dann tut ihr ihn einfach kehren, also dass die Seite außen ist. Und dann tut ihr ihn zuerst so trocknen, dann zurückkehren, an einen breiten Bügel, das ist ganz wichtig, an einen breiten Bügel hängen und dann aufhängen und dann fertig trocknen. Ich bleibe mal schon ein hier hocken. Und zwar komme ich jetzt zu kleineren Gadgets. Das ist zum einen der Tauchcomputer. Da hier jetzt einer von Sunto. Da gibt es ganz viele verschiedene Modelle dazu. Da kennen sicher auch ganz viele. Ich habe noch kleinere von Maris. Das ist auch bekannt, der Smart. Und ich habe hier noch einen Kompass. Da kann man denken, ja gut, da gibt es nicht alle viel zum schauen, wenn ich den lange nicht brauche. Das ist auch ein bisschen so, aber wenn ihr ihn lange nicht braucht, ist ganz wichtig, vor allem wenn ihr im Salzwasser war, dass ihr
den Computer gut spülen und reinigen. Weil die Knöpfe die sind nicht empfindlich, aber da kann sich auch gleich mal ein bisschen Sand ansammeln. Es kann auch ein bisschen Salz drin sein, wenn ihr es nicht gut habt gespült. Darum immer ins lauwarme Wasser rein und schnell alle Knöpfe gut drücken. Ihr dürft noch gut mal ein bisschen länger drin liegen. Es gibt nicht keinen Tauchgang. Der Tauchcomputer tut erst ab einem halben Meter aufzeichnen oder zum Teil sogar noch ein bisschen tiefer. Und dann tut ihr das eigentlich gut verhindern. Dann kann man schön einweichen und dann einfach alle Knöpfe ein bisschen drücken und gut ist. Wichtig hier, bevor ihr in die Ferien geht, das bekomme ich immer wieder mal ein bisschen mit, man hat den Tauchcomputer vorgenommen aus dem Schaft, drückt drauf und er läuft Bett oder er geht gar nicht mehr an. Grund ist, Batterie stören ist keine grosse Sache, wir machen da Batterie wechseln, aber tut nicht genug Zeit also einberechnen, dass wir noch machen. Wir haben zwar so Express Sachen, aber das ist immer mit ein bisschen Aufpreis verbunden und wenn ihr genug früh daran denkt, dass ihr eine Batteriewechsel machen müsst, dann könnt ihr das machen. Es gibt aber doch Computer wie hier, die ihr könnt laden könnt. Das ist ganz praktisch, da könnt ihr einfach einstecken, bevor ihr in die Ferien geht oder bevor ihr tauchen könnt und dann läuft das Gerät. Wichtig hier, Software-Update. Macht immer wieder mal Software-Update, hängt die Tauchcomputer mal an die Tauch-PC und dann schaut ihr, ob das Update draussen ist. Das wird immer oben, bis unten ist es oben so rot markiert, dass ihr das Update könnt durchführen könnt. Das würde ich euch empfehlen, dass ihr das immer macht, vor allem auch vor den Ferien. Kompass. Da gibt es wirklich nicht allzu viel zu beachten. Wichtig hier, das ist ein relativ heikles Gerät, also schlägt die nicht am Boden. Oder wenn sie nicht am Boden geht, kann es ein Rissli drin geben. Das ist der Kompass, funktioniert oben Wasser immer noch einwandfrei, aber es hat, da ist Wasser gefüllt und hier ist dann ein bisschen Luft reingekommen. Das ist meistens hier unten innen, das seht ihr gar nicht, ist die Luftblase oben dran und wenn er abtaucht, blockiert er und er funktioniert er einfach nicht. Das zum Tauchcomputer. Dann Lampen, auch hier wieder das gleiche, gut einlegen, spülen, ganz wichtig. Jetzt geht bei Light & Motion, habt ihr hier den Magnetschalter, da könnt ihr hin und her fahren. Macht das auch unter Wasser, also wenn ihr nicht gelegt habt, echt schnell ein bisschen so machen und dann funktioniert es. Jemand frei wieder ohne Sand und was der Teufel da innen alles kann, ansammeln. Wichtig, 4 Sekunden runter und dann leuchtet sie rot. Ich hoffe, das hat man jetzt gesehen. Das ist eine Transport- und Flugsicherung, nennt sich das. Also die Lampe geht jetzt nicht mehr an. Wenn sie mal so rot leuchtet, nicht verzweifeln, das ist einfach wirklich nur die Sicherung. Da könnte man sogar noch den Hebel so abdrehen. Und dann geht gar nichts mehr. Zum Fliegen müsst ihr das machen. Und dann, wenn ihr gerade tauchen, tut ihr einfach hier wieder 4 Sekunden runter. Voilà. Und dann funktioniert die wieder einwandfrei. Das gleiche auch bei den kleineren. Die sehen auch so aus. Da könnt ihr auch 4 Sekunden lang drauf drücken und alles ist gesperrt oder eben der entsperrt. Wichtig bei Light & Motion sind die Ladekabel hinten dran. Tut die Lampe, bevor ihr sie ladet, hier gut spülen und schauen, dass sie trocken sind. He? Und das ist dann so grüner Span und irgendeine schlägt sie dann nicht mehr so gut. Wir können das auch wieder reinigen, das ist kein Problem, aber dann könnt ihr recht wirklich entgegenwirken, wenn ihr recht die Lampe gut spülen und dann trocknen, bevor ihr die dort laden könnt. Ein bisschen reinblasen zum Beispiel. Dann kommen wir hier zur Tauchmaske. Die Tauchmaske kann man pflegen, da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Man kann die auseinandernehmen zum Beispiel, wenn man das nicht will, das muss man nicht. Man kann Teil wirklich einfach auseinandernehmen. Also hier haben wir 2 Schrauben, die Schrauben kann man lösen und dann kann man die voneinander schrauben.
Aber wenn ihr das nicht machen wollt, wir haben hier ein Seebuff. Das haben von euch wahrscheinlich die meisten mal gekauft. Das braucht man für Silikon innen aus den Gläsern rauszukratzen, dass sie nicht mehr anläuft. Auf das komme ich später noch mal zurück. Da gibt es noch mal einen Trick bei Lagerung. Das dürft ihr gut brauchen zum Reinigen, wenn ihr heimkommt. Oder auch wenn ihr mal hier im Schweizer See tauchen seid, dann tut ihr Maske schnell ein bisschen nass machen unter dem warmen Wasser. Dann tut ihr ein bisschen von diesem Mittel auf euren Hang. Und dann könnt ihr die Maske gut so richtig gut einreiben. So, voilà. Abspülen und dann gut trocknen. Die meisten von euch haben wahrscheinlich irgendein Plastikböckchen. Für das gibt es die hier. Die sind aus Stoff und da kann die Maske viel, viel besser trocknen und vor allem kann sie schnaufen. Silikon atmet. Wenn ihr die dort einsperren, also so rein, und dann lasst ihr das einfach rausgeschlossen noch zu oder in euren Plastikböckchen und das lasst ihr jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr liegen, bis ihr tauchen im schlimmsten Fall, wenn ihr so lange müsst warten müsst, um zu tauchen. Dann kann sich das Ganze, kann das Silikon reinher und dann geht es hier innen auf die Gläser und dann könnt ihr alles wieder putzen. Also dort da schön Maske drin und dann könnt ihr sie so offen lassen. Gut, dann Automat. Voilà. Beim Automat müssen wir nicht allzu viel machen. Wir haben hier, wenn wir hier die Schutzkappe abnehmen, haben wir einen Ohrring drauf. Ich habe das mal so ein bisschen her. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Das tun wir der schwarz da hier. Da. Das ist der, den wir immer kontrollieren, bevor wir die Flaschen reinschrauben. Dort schauen, ob der irgendwie spröde ist. Das würde man auch wieder sehen, wenn er spröde ist. Da könnt ihr ein bisschen Silikon drauf tun. Wenn ihr ihn verloren habt, dann drückt ihr ihn gut wieder rein drücken. Das ist ganz wichtig. Und für das gibt es auch so ein Set. Man kann die verlieren. Das ist klar, das ist kein Problem. Und dann kann man einfach eine neue drin tun, wenn ihr sie dabei habt. Da habe ich ganz wenig Silikon drauf. Und dann reicht das eigentlich schon. Wenn ihr zurückkommt von der Ferien, dort schaut, dass ihr hier gut reinigt. Ich gehe manchmal sogar schnell mit dem Zahnbürstchen einfach ein bisschen Hurt in der Tür durch, eins, das ihr nicht mehr braucht, um zu schützen. Einfach schnell ein bisschen so reinigen und dann ist das eigentlich schon gut wieder unter dem Wasser. Und wenn ihr noch kein so AST drauf habt, also mit dem AST dürft ihr es so reinplumpsen. Wenn ihr noch keins drauf habt, natürlich ganz wichtig, so den Finger drauf haben, dass da kein Wasser reinkommt. Eine jährliche Inspektion machen, das ist klar. Und dann funktioniert das. Zweite Stufe, auch wieder gut spülen. Da könnt ihr mit der Duschbrause, wenn ihr heimkommt von der Ferien, könnt ihr mal schnell oben rein, wo die gut, also fein, nicht hart, fein, schnell schön noch durchlaufen, auch hier super durchlaufen. Und dann habt ihr eigentlich das ganze Salzwasser dadurch. Oder noch besser ist schnell getauchen im Süßwasser. Das Mundstück immer dabei haben. Mundstück, die könnt ihr auch wieder ein bisschen testen. Dann nehmen wir nochmal auf. Vergessen. In dem, dass ihr hier schnell ein bisschen dran zieht und dann seht ihr, ob sie spröde sind. Und da haben wir noch so Noppen drin. Wenn die abgecatcht sind, dann tut ihr auch ein neues Mundstück drauf. Dann könnt ihr hier den Kabelbinder lösen, Mundstück abnehmen, neues drauf, Kabelbinder dran. Und dann das, was übrig ist, abschneiden mit einer Kabelbinderzange, das ist eine spezielle Zange, oder die tut sich ein bisschen abschleifen. Gut. Dann komme ich noch schnell zur Unterwasserkamera. Die meisten von euch haben wahrscheinlich so eine Kamera. Das ist jetzt eine kleinere, es gibt natürlich auch etwas grössere, aber bei allen ist es genau gleich wichtig, dass ihr sie gut spülen, auch hier wieder ins Wasser ein bisschen einlegen. Und dann wirklich alle Knöpfe ein paar Mal drücken, hier oben ein bisschen drücken, dass das Salzwasser oder der Sand, der drinnen ist, dass der wirklich gut rauskommt. Wichtig beim Lagern, wenn ihr längere Zeit nicht taucht, die Ohrringe hier. Da sieht ihr jetzt so aus, da ist manchmal blau, manchmal ist es weiss, spielt auch wieder gar keine Rolle. Nehmt den mit so einem Tool raus.
So. Und dann tut er gut Silikon. Auch hier wieder Silikon ist kein Dichtmittel. Also ich finde, dass es schön silikonet ist. Und dann tut er in ein Mini-Grip-Säckchen und so drinnen verstauen. Tut der Ohrring nicht drinnen lassen. Also nehmt ihn immer raus, weil er dehnt sich. Und innen ist er schnell wie überdehnt. Also da könnt ihr ein bisschen entgegenwirken, indem ihr ihn rausnehmt. Auch zum Transportieren, weil ihr ihn nicht drinnen habt und zutust, könnt ihr ihn dann am Tauchplatz, wenn ihr noch gefragt seid, vielleicht gar nicht mehr auftun oder umgekehrt, wenn ihr heimkommt, habt ihr dann Mühe, das Gehäuse aufzutun. Das zur Kamera. Dann komme ich noch schnell zum Checken, das mache ich wieder. Voilà, beim Checken. Gut abspülen immer. Hier könnt ihr auch mal ein bisschen drauf drücken und da ein bisschen Wasser reinlaufen. Nicht allzu viel, ein bisschen Wasser rein. Kann man das ein bisschen schütteln und dann wieder rauslaufen. Oder alternativ ist, ihr nehmt hier oben das Ventil schnell ein bisschen ab, tut ein bisschen Wasser rein, blaset es auf, schüttelt es gut. Und dann tut das Wasser, das übrig ist, rauslaufen. Auch hier wieder gibt es ein Mittel, das man oben reinleeren kann. Und jetzt kann man das Ganze ein bisschen einwirken. Beim Lagern tut immer ein bisschen Luft rein, also schnell ein bisschen aufblasen, dass die Innenblase nicht zusammenklebt, das ist wichtig. Und dann auch wieder an einen breiten Bügel aufhängen und dann ist das gut. Ab und zu mal die Bleitäschchen kontrollieren, ob das Ganze funktioniert noch. Das ist auch wichtig. Schnell schauen, funktioniert der Mechanismus hier noch bei den SLS-Taschen oder eine andere Tasche hat, ob sie noch gut einklicken. Falls sie das nicht mehr tun, würde sie unbedingt uns vorbeibringen, dass wir das anschauen können und allenfalls flicken. Beim Jacket empfehlen wir eigentlich so eine Revision, wenn ihr es viel braucht, alle Jahr, wenn ihr es etwas weniger braucht, alle zwei Jahre. Aber ganz sicher alle Jahr mal eine Kontrolle machen, um zu schauen, ist noch alles gut und funktioniert es. Dann komme ich noch schnell zu den Flossen und zu den Füßlingen. Die auch wieder gut abspülen, das habe ich jetzt ein paar Mal gesagt. Bei den Bungees gut darauf schauen, dass die hier nicht reissen. Also die sieht man auch wieder, wenn es spröde wird, schaut das Material ein bisschen an, wenn ihr dran zieht, ob das spröde ist und wenn ja, die Tüten austauschen. Sonst bei Flossen allgemein müsst ihr nicht allzu viel beachten. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass da die Schnalle gut ist oder wenn ihr so eine Schnalle habt noch, dass ihr da schaut, dass da der Mechanismus noch funktioniert und nicht abgebrochen ist. Füßlinge, die von ab und zu mal ein bisschen anfangen. Das ist normal, das ist nicht der Fuß, also Fußschweiß, das ist halt einfach, weil es hier nicht gut kann trocknen. Für das Mirazin. Das ist Wahnsinn. Da könnt ihr schnell ein bisschen Wasser drin leeren, ein bisschen vom Mirazin drin, wie ihr das eigentlich auch beim Anzug ja braucht. Ein bisschen schütteln, ausspülen und nachher schaut ihr, dass der gut trocknet. Ihr könnt ihn mit Zeitung stopfen, wenn ihr es eine Zeit lang nicht braucht. Oder ihr könnt noch schnell ein bisschen in die Sonne stellen und nicht zu lange in der Sonne stehen, sondern einfach ein bisschen dran stellen, dass ihr ein bisschen warm werden kann und das da ein bisschen besser rausdampft, weil wenn das da innen noch ein bisschen Feuchtigkeit ist, fängt das dann wirklich einfach schmecken. Gut. Jetzt noch so allgemeine Tipps. Es gibt, das wissen viele Leute nicht, es gibt so Markers. Das ist jetzt gerade ein pinker, es gibt natürlich auch grün, es gibt schwarz-weiß, es gibt ganz verschiedene Farben. Schreibt euch das Tauchmaterial immer anschreiben mit euren Initialen, weil dann findet ihr so wieder, weil es selber wie das selber ist auf dem Boot. Da heisst es ab ins Wasser und dann findet ihr euer Material nicht mehr oder wenn ihr zurückkommt, alles liegt irgendwo und dann ist das Material weg. Dann könnt ihr entgegenwirken, schreibt das mit dem an und dann ist das gut. Gut, jetzt bedanke ich mich recht herzlich. Ich schaue noch schnell, ob wir da
Questions haben, in der Demo hat alle schon beantwortet. Und wenn nicht, das sieht super aus. Und wenn nicht, ich bin auch noch schnell online und tue noch weiter Fragen beantworten, wenn noch Fragen offen ist. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit. Habt Sorge zu euch, bleibt daheim, wenn ihr könnt, werdet nicht krank und wir hoffen, wir können uns bald wieder die Türen öffnen und für euch da sein. Merci vielmals, tschüss zusammen.